Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video von mir. Heute wollen wir uns die insgesamt 8 neuen Reise- und Fluggestalten vom Druid aus Patch 9.15 angucken. Und dazu bin ich hier schon einmal in SW. Es gibt insgesamt, wie gesagt, 8 neue Gestalten. Davon sind 6 Fluggestalten und 2 Reisegestalten. Und die meisten 7 davon können wir uns über Glyphen beim Inschriftenkundler herstellen. Das werden wir uns dann nachher auch anschauen, wo wir die Glyphen herbekommen. Und eine von diesen Gestalten können wir uns direkt holen als Allianzler in SW. Und zwar bin ich hier einmal in Sturmwind auf den Koordinaten 58, 32. Und hier haben wir den Druid-Lehrer und die steht hier an dem Baum dran. Celeste Erntedank heißt die. Oder Celestine Erntedank, so rum. Und die können wir anquatschen und dann gibt es ein kleines Dialogfenster. Das schimpft sich, ich bin gekommen, um die Gestalt des Nachtschwingrabens zu erlernen. Das machen wir jetzt mal. Und dann müssen wir uns hier noch ein bisschen durchklicken. Und tada, wir haben den Nachtschwingraben erlernt. Den haben wir jetzt noch nicht als Fluggestalt, sondern wir müssen jetzt einmal zum Barbier rüber. Und dort können wir das ändern. Wer die anderen Glyphen schon kennt, die es schon davor gab, da war es ja auch so, sobald man die gelernt hat, kann man die quasi beim Barbier ändern. Übrigens, kleine Randinformation, wenn ihr euch die auf einem Char holt oder auf einem Druid besser gesagt, könnt ihr die dann mit allen euren Twinks quasi auch ändern. Also ihr müsst die nicht mit jedem Twink nochmal holen, was ich eine relativ praktische Angelegenheit finde. Also wir gehen jetzt hier zum Barbier rein, gehen auf Fluggestalten, ihr seht schon, jetzt kommt hier was mit neu. Und einmal da unten haben wir jetzt diese Rabengestalt und das ist sie. Und ja, sieht doch ganz schick aus, unser Nachtschwingenrabe. Und davon gibt es dann noch ein paar andere Varianten, auch ein paar andere Farbgebungen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt an. Und da gehe ich jetzt aber erstmal auf meinen Inschriftenkundenchar. Denn wir werden uns als erstes die Rezepte holen, um das Zeug zu craften. Wenn ihr euch jetzt sagt, ich habe gar keinen Bock, Inschriftenkunde jetzt loszulegen, ihr könnt euch diese ganzen Dinger tatsächlich auch im Auktionshaus kaufen und müsst die nicht selber basteln. Dafür können wir jetzt mal auch kurz eins als Exemplar zum Beispiel hernehmen. Mal das Dunkel, da müsste es eigentlich schon kommen. Okay, das ist gar nicht drin anscheinend. Dann gucken wir mal ein anderes nach. Nehmen wir mal die Dämmerschwinge. Mal das Dämmer... Hier haben wir es. Mal des Dämmerschwingrabens. Das ist quasi der zweite, nur die zweite Rabengestalt. Ach, schade, anschauen können wir es uns jetzt leider nicht, aber wir werden sie nachher eh alle durchgehen und lernen. Dann zeige ich sie euch. Die könnt ihr euch hier im Auktionshaus rauskaufen. Wenn ihr jetzt keinen Inschriftenkundler habt, ist das nicht großartig das Problem. So, dann bin ich jetzt zu meinem Inschriftenchar geswitcht. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Revendrest und dort können wir uns das erste Rezept farmen. Und wir sind hier in Revendrest einmal relativ weit oben in der Herrscherburg. Und hier in diesem Bereich gibt es Fledermäuse. Und zwar gibt es zwei verschiedene Arten von Fledermäusen. Einmal Non-Elite-Fledermäuse, die sind etwa hier unten rum. Und dann gibt es einmal Elite-Fledermäuse, die fliegen hier oben rum. Beide können dieses Rezept droppen. Aktuell wird auf WoW Head noch angezeigt, dass diese Drop-Chance auf 0,01% ist. Sie wird wahrscheinlich ein Ticken höher sein. Das Problem ist, diese Fledermäuse gab es ja schon vor Patch 9.1.5. Und alle Versuche werden natürlich dann gemittelt. Wenn da neue Sachen reinkommen, haben die am Anfang immer eine bisschen niedrige Dropchance, als sie die eigentlich haben. Ich habe jetzt hier tatsächlich relativ lang gefarmt. Und zwar habe ich so 700-800 Tries auf diese Fledermäuse gebraucht. Ich habe auf WoW Head Kommentare gelesen, die das nach wenigen Tries bekommen haben. Das ist immer so ein bisschen eine Glückssache. So, ich zeige euch jetzt mal, wie die Fledermäuse heißen. Und zwar kreischender Abendharrer sind die Fledermäuse. Das sind einmal die hier. Ne? Also die können das Rezept droppen. Ihr seht, ich habe auf denen jetzt insgesamt 623 Tries. Ich hatte das auch teilweise in der Gruppe gemacht. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann geht es einen Ticken schneller. Und ich würde sagen, wir fliegen das jetzt ab. Ich habe das Ding bestimmt jetzt 4 bis 6 Stunden lang gefarmt. Ich hatte aber auch sehr Pech. So, ich würde sagen, wir fliegen das jetzt einmal ab, wo die Dinger sind. Also hier sind zum Beispiel welche. Dann habt ihr hier in dem Baum welche. Hier oben habt ihr einen. Hier ist einer. Dann fliegt hier oben noch einer rum. Hier sind zwei. Ich habe dann immer so die gleiche Route geflogen. Dann geht das ganz gut aus mit dem Respawn. Dann haben wir hier oben einen. Hier am Baum hängt normalerweise einer, der ist anscheinend schon eben gekillt worden. Dann haben wir immer hier oben einen rumfliegen. Dann fliegt noch hier einer rum, der ist anscheinend noch nicht gespawnt. Hier im Baum ist einer und hier sind auch noch immer zwei, ne? Und dann haben wir hier oben noch zwei Stück.
Die sind jetzt noch nicht gespawnt. Hier ist einer und einer fliegt da oben in der Luft rum. Wir sind jetzt immer die gleiche Runde geflogen und umso mehr Leute man hat, umso schneller seid ihr natürlich durch und dann kann es sein, dass sie nicht rechtzeitig respawnen. Also wenn ihr mit einem bisschen schlechter equippten Charter seid, macht ihr vielleicht nur die Non-Elite, die ich euch jetzt unten gezeigt habe. Und jetzt sind wir hier hochgeflogen und hier oben sind die Elite-Mobs, ne? Und dort haben wir quasi hier einen Elite-Mob, die schimpfen sich schrecklicher Abenteurer. Und dann sind quasi, fliegt hier noch einer rum, hier hinten ist oft noch einer, hier oben ist noch einer meistens, der ist aber auch noch nicht gespawnt. Dann haben wir über dem Gebäude hier einen, ne? Ah, da ist er schon. Ich kenne die schon auswendig, also ich habe jetzt hier einige Stunden verbracht, das ist definitiv ein ätzendes Ding. Hier haben wir noch einen, dann fliegt hier oben einer rum. Da, am besten zieht ihr die Mobs immer in irgendeine Ecke, weil hier sind sonst nur lauter Elite-Mobs und das wird dann ziemlich ätzend. Dann haben wir hier oben einen und hier unten ist dann noch ein Elite-Mob. Und die letzten, die ich dann noch gefunden habe, haben wir quasi hier einen in der Ecke. Dann fliegt hier oben noch einer rum. Und wenn wir dann hier runterfliegen, haben wir hier noch einen unten und da hängt noch ein Non-Elite-Mob. Und dann sind wir mit der Runde fast durch. Und zwar... hier oben ist einer, der verbuggt manchmal, da muss man ein bisschen gucken, dass man den hierher pullt. Und dann kann man eigentlich hier unten wieder anfangen bei denen, wo wir am Anfang waren und die Route wieder hinterfliegen. Es geht eigentlich ganz gut aus, wenn ihr so alleine seid, könnt ihr vielleicht die Non-Elite 2-3 Elite machen. Und wenn ihr in der Gruppe seid von 2-3 Leuten, dann könnt ihr eigentlich die komplette Runde immer fliegen. Ich habe jetzt mit dem Char relativ wenig Gear, der ist 193er, das ist dieses Quartier-Gear, was man rüberschicken kann. Teilweise hat der noch Account-Gear an, das ist mein Shadow. Und ja, das ging eigentlich jetzt halbwegs gut, das mit dem zu farmen, auch mit wenig Gear, vor allem die Non-Elite sind easy zu machen, die Elite, ja, da kriege ich alleine nur einen Tod. So, das Rezept, wie gesagt, Drop-Chance auf WoW hat 0,01% und damit haben wir einmal dann die Technik Mal des majestätischen majestätischen Fledermaus, so rum, das müssen wir rausbringen. Gut, so viel zu dem, ich würde sagen, wir lernen das jetzt einmal. Und da gucken wir uns mal an, was das an Erstellkosten hat. Und zwar ist das einmal hier unter Glyphen drin. Und dafür braucht ihr einfach dann 8 leuchtende Tinten. Und von den anderen brauchen wir 24 dunkles Pigment. Also die Kosten sind nicht sonderlich hoch. Ihr müsst aber Inschriftenkunde auf Stufe 100 haben, sonst könnt ihr es nicht lernen. Farmen sollt es laut WoW-Head-Kommentaren auch schon können, wenn ihr einen niedrigeren Skill habt. Aber der Shadowlands-Skill ist eh relativ leicht hochzuspielen. Deswegen sollte das hier kein Problem sein. Dann haben wir noch das Aussehen der majestätischen Fledermaus. Einmal auch unter den Fluggestalten. So, dann kommen wir zum nächsten Rezept. Wir befinden uns immer noch einmal hier in Revendress und zwar hier unten auf den Koordinaten 51, 78 in der Nähe vom Black Market. Und dort haben wir jetzt einen Händler und zwar schimpft sich dieser Händler Tatru. Und dieser Händler verkauft uns ja verschiedene Sachen, unter anderem jetzt seit 9.1.5 ein Rezept, und zwar Mal der Dunkelpirscher Fledermaus. Und hier ist es so, dass wir bei dem Händler immer andere Mats haben, die wir zahlen müssen. Also jeden Tag sind es andere Mats, ihr müsst einfach hingucken, was haben wir hier, Wachtfackel haben wir einmal, das sind so Blumen. Und da brauchen wir 10 Stück, dann können wir uns das Rezept holen. Also wesentlich entspannter als dieses Ewigkeitsgefarme oben bei den Fledermäusen. Wachtfackel. Wenn ihr kein Auktionshaus-Mount habt, dann müsst ihr halt, wenn dann euch, ja, schon vorher informieren, was heute quasi die Mattkosten sind und ihr fliegt einmal hin, dann wieder zurück oder nimmt ein bisschen was mit, ne? Davon brauchen wir einmal 10. Wenn ihr, wie ich, den des Luxus habt, hier das Auktionshaus-Mount zu haben, dann könnt ihr euch das einfach kaufen. Schön beim, bei der Kati-Stanzpfeife das Ding mitnehmen und dann haben wir das Rezept auch schon. Und hier müssen wir, glaube ich, auch Inschriftenkunde 100 haben, oder? Jetzt gucken wir mal. Ja, benötigt Inschriftenkunde Shadowlands 100, also da braucht ihr auch einen ausgemaxten Inschriftenkundler. Und damit haben wir dann auch schon das zweite Inschriftenkunde-Rezept hier aus Revendrest. Und von den Mattkosten ist es das gleiche wie bei dem anderen, ne? Also relativ lowe Mattkosten. Dann haben wir hier die Dunkelpirscher Fledermaus. Die finden wir auch einmal unter den Fluggestalten. Das ist dann auch die letzte. Dann kommen wir zum dritten Rezept. Das ging bei mir tatsächlich jetzt relativ zügig. Wir befinden uns einmal hier im Ardenwald. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 58, 39. Und hier gibt es verschiedene Runenhirsche. Und diese Runenhirsche können das alle droppen. Also sowohl die Jungen als auch anscheinend die normalen Runenhirsche. Und ich habe jetzt, glaube ich, 3 Mobs umgeboxt und dann war direkt das Rezept drin. Schimpft sich einmal Mal des Mitternachts Runenhirsch.
Und diese Runenhirsche sind eigentlich im Großen und Ganzen hier so in dem Bereich. Ne? Es gehen bis da ein bisschen so da, bis dahinter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die quasi spawnen oder was die für eine Spawnzeit haben. Wie gesagt, ich musste jetzt da lediglich 3-4 umhauen, dann ist es gedroppt. Ich habe auch ein bisschen WoW-Head-Kommentaren gelesen. Da sagen die meisten, dass es ein Farm von wenigen Minuten ist, im Gegensatz zu dem in Ravenrest. Das war eine tatsächlich eine Sache von mehreren Stunden. Gut, ich würde sagen, das lernen wir jetzt auch mal und gucken uns das Rezept einmal an. Und zwar haben wir jetzt hier mal das Mitternachtsrunenhirsch und das kostet selbige Mats wie die anderen Dinger. Dann haben wir hier den Mitternachtsrunenhirsch. Den findet ihr dann auch hier einmal unter den Reisegestalten. Dann sind wir bei dem nächsten Teil und zwar einmal hier im Ardenwald auf den Koordinaten 59, 52. Und dieses Mal haben wir wieder einen Händler, wo wir das Ganze bekommen können. Das ist einmal hier diese Fee hinter uns. Und das ist quasi der Rüstungsmeister von dem oder der Fraktion Hof der Nacht. Und hier können wir das sowohl als Nightfee hochspielen, als auch als Non-Nightfee. Als Nightfee ist die Geschichte ist es ein bisschen einfacher, denn ihr könnt über den Anima-Conductor euch hier Dailies freispielen und dann bekommt ihr da nochmal ein bisschen extra Ruf. Als Non-Nightfee könnt ihr halt über zwei Wege Ruf kriegen beim Hof der Nacht. Und zwar, wenn ihr einmal hier einen Rare tötet, Halfia schimpft sich der und dann haben wir noch einen zweiten. Und zwar ist das das Event im Sternsee-Amphitheater. Und diese bringen beide immer 500 Ruf. Ja? Also das könnt ihr täglich machen. Heißt, ihr braucht da halt wahrscheinlich ein paar Wochen, um den Ruf hochzubasteln, wenn ihr nicht Nightfee seid. Aber es geht tatsächlich. Ich persönlich habe jetzt mit dem Char, weil der erst auf Max-Level gekommen ist, tatsächlich noch keinen Ruf. Also ich kann mir das Rezept nicht kaufen, aber wir werden uns das dann im AHA holen. Und dann zeige ich euch trotzdem, wie das Viech aussieht. Für das Rezept braucht ihr halt insgesamt den wohlwollenden Ruf und dann 1000 Anima und 5 dankbare Gaben. Und wie ihr die farmt, habe ich ja euch auch schon in anderen Videos gezeigt, aber die dankbaren Gaben kriegt ihr über Aktivitäten über den Anima-Conductor. Dann haben wir noch die Zobelschwarze Adenmotte und die finden wir auch einmal unter den Fluggestalten. Dann kommen wir zur nächsten Glyphe und zwar sind wir noch im Adenwald, hier oben auf den Koordinaten 48, 50 und hier haben wir einen weiteren Händler. Und zwar ist das der Händler der wilden Jagd. Das ist einfach die Ruffraktion hier aus dem Ardenwald. Die können wir wieder mit jedem Covenant uns erspielen. Und hier haben wir dann ein Rezept, das schimpft sich Mal des Zwielichtsrunenhirsches. Und dafür brauchen wir einen Ruf von respektvollen Ruf, um uns das kaufen zu können. Kostet 1765 Gold, also doch ein bisschen was. Und ja, auch das kann ich mir leider mit dem Char nicht kaufen, weil der da auch noch keinen Ruf hat. Da muss ich jetzt mal noch ein bisschen dran arbeiten, aber da könnt ihr auf jeden Fall euch das Rezept holen. So sieht dann der Runen-Zwielichtshirsch aus, wenn ihr ihn denn gelernt habt. Ist dann dementsprechend hier einmal zu finden unter Reisegestalten. Dann kommen wir zur nächsten Glyphe und wir befinden uns immer noch im Ardenwald. Hier gibt es tatsächlich einiges zu tun. Diesmal sind wir hier oben auf den Koordinaten 38, 36 und hier müssen wir jetzt mit einem NPC quatschen. Und das ist diese Fee, die sich hinter uns befindet. Dromain Morgenblüte schimpft sich die. Und da haben wir jetzt einen kleinen Dialog, ne? Da können wir uns jetzt hier ein bisschen durch einen Dialog durchklicken. Wenn euch das näher interessiert, dann könnt ihr euch das auch alles durchlesen. Und sobald ihr das gemacht habt, müssten wir hier mit irgendwas interagieren können. Und zwar haben wir da ein Netz, das wir anklicken können. Jetzt muss ich mal gucken, wo das genau sich befindet. Das müsste eigentlich jetzt irgendwo hier hinten drin sein. Ah, schau mal, da haben wir es. Feennetz. Und mit diesem Feennetz müssen wir jetzt lostigern. Und zwar müssen wir einmal nach Val'Sharrar gehen, also nach Legion. Und ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir sind in Val'Sharrar angekommen und bevor wir jetzt loslegen und mit unserem Netz was fangen, holen wir uns noch eine andere Glyphe, die wir uns nämlich auch hier in Val'Sharrar kaufen können. Und zwar befinde ich mich jetzt hier einmal in dem Main-Lager auf den Koordinaten 54, 73 und hier haben wir ja auch eine Ruffraktion und von dieser Ruffraktion können wir uns nämlich auch ein Rezept kaufen. Abgesandte der Traumweber haben wir hier, Sylvia Hirschhorn, und diese verkauft uns ein Rezept, wenn wir bei diesen Traumwebern auf einen wohlwollenden Ruf sind. Das ist eine Legion-Fraktion. Ich habe die zum Glück mit dem Twink noch damals anscheinend auf Ehrfürchtig gebastelt, als ich diese Paragon-Kisten gefarmt habe. Die können wir uns kaufen und das ist auch eine von diesen neuen Formen für den Druid. Also die haben sie jetzt hier quasi in einem alten Content mit eingefügt. Das Ding heißt Mal des
Dämmer, Schwingenrabens, und das ist auch wieder so ein Rabe, wie wir da am Anfang schon gesehen haben, bloß mit einer anderen Farbgestaltung. Das Ding wird dann aber auch tatsächlich hier nicht unter Shadowlands geführt, sondern das müsste dann einmal unter hier Legion drin sein. Genau, Inschriftenkunde Legion, und dann haben wir hier oben jetzt die neue Glyphe, Mal des Dämmer, Schwingenrabens, ne? Und das kostet dann dementsprechend auch hier die Pigmente aus Legion, und zwar 15 fahle Pigmente und 5 rosa-rote Pigmente. Falls ihr solche nicht mehr zur Hand habt, ihr könnt die bei einem Inschriftenkunde-Händler die alten Sachen eintauschen gegen die neuen Mats, also da könnt ihr das immer so ein bisschen downgraden. Dann haben wir den Dämmer Schwingenraben, der ist hier auch einmal unter den Fluggestalten drin. So, dann sind wir jetzt in Walcheran ein paar Meter weiter geflogen, und zwar brauchen wir jetzt so einen Talfalter. Und diese Talfalter, die gibt es an verschiedenen Positionen. Hier unten ist einer, den habe ich irgendwie verbuggt, der ist dann weg gewesen. Und jetzt sind wir hier oben auf den Koordinaten 71, 50, bei dieser Spitze hier quasi, beim Flugpunkt in der Nähe. Und hier flattern ein paar von diesen Talfaltern rum, und die müsst ihr ins Target nehmen. Und dann das Item, was ihr da unten im Inventar habt, einmal einsetzen, und dann könnt ihr das quasi fangen, ja. Und sobald ihr das durchgecastet habt, habt ihr den Buff. Ganz wichtig, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, das Ding irgendwie zwischendrin sich zu bewegen, dann verschwindet der Talfalter trotzdem und ihr habt dementsprechend dann den Buff nicht. Also den braucht ihr, leuchtende Motte braucht ihr, der ist 20 Minuten drauf. Und jetzt müssen wir zurück zu dem Kollegen im Adenwald, wo wir vorhin waren, und das Ganze quasi abgeben, und dann kriegen wir nämlich unsere Glyphe. So, wir sind zurück im Adenwald, bei dem NPC, wo wir am Anfang uns quasi das Feennetz besorgt haben. Nochmal zur Erinnerung, das war hier auf den Koordinaten 38, 36 im Adenwald. Und jetzt haben wir ja den Buff noch drauf. Ihr habt, wie gesagt, 20 Minuten, deswegen vielleicht den Ruhestein am besten ready halten, ne? Und jetzt können wir hier in den zweiten Dialog anklicken. Und da klicken wir uns ein bisschen durch, und damit erlernen wir direkt einmal unser Rezept und haben damit auch das Rezept für die Glyphe Schimmernde Adenmotte. Und ja, das ist jetzt die letzte von den Glyphen. Wie gesagt, ich kann jetzt insgesamt hier 5 Stück bauen. 4 in, 4 quasi in Shadowlands und eine in Legion. Und 2 Stück haben wir ja noch von Ruffraktionen, die ich mir leider nicht holen konnte. Aber wenn ihr den Ruf habt, dann könnt ihr euch das vielleicht gleich kaufen. Ich werde da noch ein bisschen Ruf farmen müssen. Dann haben wir hier einmal das Aussehen der Schimmeradenmotte. Die finden wir einmal dann hier unter den Fluggestalten. So, da, damit haben wir uns alle 8 neuen Fluggestalten und Reittiergestalten aus Patch 9.15 geholt. Übrigens, ihr könnt diese Gestalten auf irgendeinem Server lernen und habt die dann mit jedem Druid auf dem kompletten Account. Ich habe das selber auch gerade getestet. Ich habe die Dinger auf einem Server hergestellt mit meinem Priester, mit einem Druid auf dem Server gelernt und konnte dann hier auf dem Main auf quasi einem anderen Server die Dinger auch einsetzen. Heißt, ihr müsst die nur einmal holen, habt die dann auf allen Druids. Und müsst ihr dann nicht jedes Mal neu kaufen. Ihr könnt die aber öfter lernen, das habe ich auch ausprobiert. Ihr müsst euch so ein bisschen merken, welche ihr euch schon geholt habt, denn das wird nicht angezeigt, bereits bekannt. Finde ich ein bisschen komisch, ist aber anscheinend bei Glyphen normal. Und dementsprechend, wenn ihr euch schon welche aus dem Haar gekauft habt, merkt euch, welche ihr habt. Nicht, dass ihr das wie ich macht und die mehrmals kauft. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.